Seit dem 29. Februar ist Uli Hoeneß wieder ein freier Mann. Der ehemalige FC Bayern-Präsident verbrachte insgesamt 21 Monate hinter Gittern. Wir haben für Sie eine Chronologie der Ereignisse zusammengestellt, angefangen im März 2013. 20. März 2013. Nachdem sich Uli Hoeneß selbst angezeigt hat, bekommt er Besuch von Ermittlern. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung vor. Dieser wird gegen Kaution außer Vollzug gesetzt. 30. Juli 2013. Die Staatsanwaltschaft München erhebt Anklage wegen Steuerhinterziehung. Ich glaube, der Präsident ist Uli Hoeneß so wichtig für uns und für die FC Bayern, ganz Bayern. Das ist super, wenn es ist mit uns. Ich habe ihm das gesagt, dass wir stehen alle hinter ihm und wir werden immer bei ihm sein. 10. März 2014. Begleitet von einem riesigen Medieninteresse beginnt in München der Prozess. Hoeneß gesteht, 18,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. 13. März 2014. Das Gericht hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in 7 tatmehrheitlichen Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren, 6 Monaten verurteilt. Das Landgericht München spricht Hoeneß wegen Hinterziehung von mindestens 28,5 Millionen Euro Steuern schuldig. 2. Juni 2014. Hoeneß tritt im Gefängnis von Landsberg am Lech seine Haft an. 1. Januar 2015. Hoeneß wird Freigänger. Er muss jetzt nur noch zum Übernachten nach Landsberg. Tagsüber arbeitet er in der Jugendabteilung des FC Bayern. 18. Januar 2016. Nach einem Antrag auf vorzeitige Haftentlassung wird entschieden, dass die Haftstrafe zum 29. Februar zur Bewährung ausgesetzt wird. 29. Februar 2016. Hoeneß wird wie geplant vorzeitig aus der Haft entlassen. Gegen 3 Uhr morgens verlässt er das Gefängnis. In seinem Haus am Tegernsee findet eine Feier mit Blaskapelle und lauter Musik für ihn statt. Geplant hat Hoeneß jetzt eine Auszeit. Anfang Juli will er seine weiteren Pläne bekannt geben. Möglich ist, dass er als Präsident des FC Bayern München zurückkehrt.